Schneckenlüsterei. Der Tag wird herrlich, denn mal ehrlich, wer freut sich nicht, wenn man ein Date hat, so wie heute? Schnecke Gotthard. Und so wartete Konstanze wie vereinbart auf den Gotthard mit ihrem hübschen Blümchenkleide schon eine ganze Weile. Nun ist der Gotthard nicht der Schnellste und auch im Kopf nicht gerade der Hellste. Und deshalb wird ihm langsam bang, denn sein Weg zu seinem Weibe ist noch sehr lang. Würde er den Schnomnibus nehmen, so käme er viel schneller hin. Doch das kommt dem Gotthard gar nicht in den Sinn. Der Schnomnibus bringt das Weichgetier viel schneller an den Ort ihrer Begier. Ein großer Vorteil, denn so kommen sie viel schneller an die Schnomnibus-Puff-Haltestelle, wo sich Schneckchen Lolita lustvoll unbetrübt, räkelnd an einer Stange übt. Vergaß der Gotthard durch seine Wollust nach der Romanze. Den Schnomnibus käme er doch so viel zügiger zu seiner Konstanze. Ungeduldig hielt unterdessen Konstanze nach ihrem Liebsten Aussicht, doch das Warten passte ihr überhaupt nicht. Da kam der Franzl grad vorbei. Er war ein richtig toller Hecht. Der Konstanze kam das gerade recht. Der Franzl war schon immer scharf auf sie, doch sie anzusprechen, das traute er sich nie. Nun aber witterte er seine Chance und schnappte sich gleich die Konstanze. Auch Konstanze fand das gar nicht verkehrt. Sie fühlte sich von seinen Schmeicheleien sehr geehrt. Und da ihr vom ewigen Warten flau war im Magen, ließ sie sich von dem Franzl zum Essen einladen. Als der Gotthard nun mit Verspätung ankam, jedoch voller Zuversicht, sah er seine Konstanze nicht. Am Ende war das keine List. Gewinnen kann eben nur, wer Erster ist. Der Letzte, den die Zeit nicht treibt, der muss dann sehen, was übrig bleibt.